Hallo, liebe Leute von YouTube. Kleiner Nachtrag noch so zum Livestream. Wundert euch nicht, wenn in Zukunft in der Beschreibung steht, Nvidia und so weiter, da ich in den Livestream über meine Grafikkarte streame, kann ich leider nur den Titel bearbeiten und nicht die Beschreibung. Das würde ich erst nach dem Livestream machen. Bitte habt dafür viel Verständnis, dass in der Beschreibung quasi mein System angezeigt wird und nicht die Beschreibung so zum eigentlichen Spiel. Ich werde aber in zukünftigen Livestreams, nachdem der Stream beendet wurde, die Videos bearbeiten, so dass die Beschreibung dann auf dem Stream passt. Das wäre alles, was Livestreams angeht. Und ja, habt eine schöne Zeit und genieße weiterhin meine Gameplay-Videos. Wer wissen will, ob in Zukunft Let's Plays kommen, den bitte ich, einer meiner vorherigen Let's Infos sich anzugucken. Dort wird das in ein oder zwei Videos separat nochmal erklärt, wieso erstmal keine Let's Plays kommen. Ich werde auch nicht weiter darauf eingehen. Wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Vor allen Dingen mit meinen zukünftigen Livestreams. Es werden in Zukunft einige Livestreams kommen. Unter anderem noch Mega Man 6. Irgendwann. Mega Man 3 und Mega Man 1. Und Mega Man 2 natürlich auch noch. Die werde ich alle in einem Livestream machen und nicht in einem Video. Wenn ich die Livestream mache, will ich aber vorher in einem kleinen Ankündigungsvideo sagen. Ja. Kann natürlich sein, dass einige Mega Man Teile als normale Videos so kommen, das weiß ich noch nicht. Zumindest was Mega Man 2 und Mega Man 6 angeht, werde ich die als Livestream machen. Vielleicht auch noch Mega Man 3, aber das sollten wir mal sehen. Ja, bis dahin, euer Kiki921. Ach ja, also vergesse, ich kann in den Livestreams nicht jetzt sofort auf eure Kommentare oder Chats eingehen. Liegt daran, dass mein Grafikkartenprogramm mir leider den Live-Chat nicht anzeigt. Ich werde aber separat mit meinem Handy online sein und somit auch aktiv am Chat teilnehmen können. Wobei das auch nicht immer passiert, dass ich mich dann natürlich erstmal auf das Spiel konzentriere, aber ich werde im Laufe des Streams dann auf einige Kommentare eingehen können. So, also so viel dazu, was die Streams angeht. Bis dahin. Und das was heißt bis dahin? Das wäre auch alles erstmal. Habt eine schöne Zeit. Genieße weiterhin meine Gameplay-Videos und ja.
Das wäre es erstmal von mir. Bis dahin, euer Kicki0231, alias Leclerc mit Spaßfaktor und Ausrasten. Ja. Tschüss.